Hier mal eine kleine Roomtour zu bestehenden Projekten, die wir aktuell hier vor Ort haben. Iveco Eurocargo sieht im Großen und Ganzen schon mal ganz gut aus. Sieht schon komplett aus, ist aber noch lange nicht. Von außen scheint er sogar soweit fertig zu sein. Bekommt aber hier noch einen größeren Tank. Man sieht, klitzekleiner Tank hier, ist also 150, 180 Liter, wird noch deutlich größer. Ja, bekommt eine Einstiegstreppe hier unten in der Klappe verbaut. Was machen wir noch? Die Scheinwerfer werden natürlich noch angeschlossen. Da hinten hat er jetzt die Ersatzräder montiert. Die werden demontiert. Diese Seite gehen die Batterien noch nach innen hin, bekommt noch einen zusätzlichen Tank, somit dass er nachher irgendwo seine 500 Liter Diesel tanken kann. Wir machen Folgendes: Elektrik, Wasseranlage, Möbelbau, werden noch einige Dinge von außen verändern, bekommt natürlich Solar oben auf dem Dach, eine Klimaanlage, eine Heizung. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal nach innen hin. Hier befinden wir uns im Inneren des Fahrzeugs. Hier ist der Eingang, wie man unschwer erkennen kann. Direkt daneben wird die Küchenzeile sein, mit dem Kühlschrank, einer Kochgelegenheit. Dann gehen wir weiter rüber, da wo sich die Stauklappe befindet. Dort wird ein Bett entstehen, 1,60 m x 2,10 m. Staumöglichkeiten natürlich überall in den Hochschränken. Dann werden wir hier bis zum zweiten Fenster hier. Dort wird die Dusche entstehen. Ja, diese beiden Fenster hier werden nachher das Badezimmer bilden mit der Toilette auf dieser vorderen Seite. Hier im vorderen Bereich, wo sich die Stauklappen befinden und der Durchstieg. Dort wird eine Rundsitzgruppe entstehen, mit Polster natürlich, welches man hier in der Mitte nachher wegklappen kann, damit man den Durchstieg auch nutzen kann. Der Durchstieg ist eine Schiebetür, auch eine ganz clevere Lösung. Ja, hier sehen wir noch ein etwas größeres Fenster. Ja, wir werden halt hier komplett den Ausbau vornehmen als Elektrikeinheit. Verbauen wir hier eine komplette Mastervolt-Geschichte mit Wechselrichter, Lithium-Akkus. Ja, alles, was Mastervolt so in dem Bereich hergibt, werden wir hier auf jeden Fall verbauen. Ungefähr 1600 Watt Solarleistung wird auf dem Dach entstehen. Wird schon eine große Anlage werden. Die ganze Wasseranlage wird von Reich sein, beziehungsweise die Filtertechnik von Famous Water. Somit können wir aus jedem Fluss, aus jedem See dieser Welt, können wir Trinkwasser generieren. Ja, somit sind wir nachher mit diesem Fahrzeug wirklich komplett autark.